Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling aus Dorsten. Wir haben heute den 12. Juli 2024 und das Thema des heutigen Videos ist DISM-Fehler 0x8. Die Quelldatei konnte nicht gefunden werden, beheben mit Setup von Windows ISO-Datei. Zur Überprüfung des Windows-Systems gibt es eine ziemlich einfache Möglichkeit. Zunächst startet man die Eingabeaufforderung, also CMD, als Administrator und dann gibt man diesen Befehl ein, DISM Online Cleanup Image Restore Health. Das findet man also überall, wenn man sich über die DISM-Funktion informiert, findet man normalerweise immer diese Zeile. So, das führt man jetzt durch, dieses Programm, dauert also eine Minute vielleicht. Und normalerweise müsste das erfolgreich durchlaufen. Wenn was repariert wurde, kommt dazu eine Meldung und dann führt man den Befehl noch einmal durch. Und dann müsste er spätestens dann erfolgreich durchlaufen. Ist das also erfolgreich beendet, kommt dieser Befehl wiederum in derselben Eingabeaufforderung, also SFC Scan Now. Und auch hier wieder dieser Vorgang, wenn repariert wurde, nochmals durchführen, wenn erfolgreich beendet, ist auch die Prüfung beendet. Also dann sollte das Windows-System funktionieren. Man kann das alles auch mit Batch-Dateien machen, das ist nicht unser Thema jetzt. So, aber wenn man jetzt diesen Fehler bekommt, also 0x8, geht vielleicht noch anders weiter, aber es fängt normalerweise an mit 0x8 und dann die Quelldatei konnte nicht gefunden werden. Und wenn man jetzt dazu nach Lösungen im Internet sucht, findet man häufig solche Vorschläge wie zum Beispiel Windows Update oder andere Parameter für DISM oder das Net Framework 3.5 installieren. So, also das findet man sehr häufig. Was man leider nicht so häufig findet, ist dieser Vorschlag. Den habe ich beim Microsoft Forum gefunden. Das hat dann einer von den Moderatoren, glaube ich, sogar eingetragen. Aber das ist ein genereller Tipp, aber der funktioniert eben auch bei diesem Problem mit DISM. Und dafür wurde es auch erwähnt. Also man auf der Seite von Microsoft lädt man eine ISO-Datei von der Windows-Version, die man selber benutzt, also meinetwegen Windows 11, herunter. Und diese ISO-Datei klickt man mit der rechten Maustaste an und wählt dann Bereitstellen. Dann wird die also gemountet, dann hat man die also als gewissermaßen virtuelles CD oder DVD-Laufwerk. Gut, und dann sieht man eben in diesem virtuellen Laufwerk, sieht man die Datei Setup für die Windows-Installation. Und diese Datei Setup startet man. Dann läuft gewissermaßen der Windows-Installationsvorgang. Und man kann aber natürlich auswählen, das ist auch voreingestellt, dass man eben sein Windows eben nur gewissermaßen reparieren möchte. Also das heißt, die eigenen Dateien, also alles, was man an Windows irgendwie eingestellt hat und so, das bleibt alles erhalten. Dann führt man also, wie gesagt, diese Installation durch von Setup. Muss dann vielleicht am Anfang ein bisschen häufiger auf Weiter klicken. Und der Vorgang dauert auch selber einige Zeit mit mehreren Neustarts. Vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, kann sein. Aber irgendwann ist er fertig und man hat dann praktisch wieder das Windows, wie man es vorher auch hatte. Also sieht alles ganz genauso aus. Und dann kann man eben diese beiden Befehle nochmal so durchführen, wie anfangs beschrieben. Also DISM und SFC. Und dann müsste das System eigentlich wieder voll funktionsfähig sein. Also dann wird das vielleicht am ersten Mal nochmal repariert, aber am zweiten Mal laufen die jeweiligen Befehle erfolgreich durch und das Windows-System ist wieder im richtigen Zustand.